Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es einen XXL Lesemonat Juni für euch. Bevor ich in den Juni rein starte, wollte ich noch etwas ankündigen. Und zwar plane ich im August 2024 einen Piratenmonat. Ich habe gemerkt, dass ich einfach etliche haptische Bücher mit Piratenbezug oder Sirenen oder Meer oder Schiffen auf dem Sub habe. Und zwar wahrscheinlich so circa 11, 12, so ein gutes Dutzend, sage ich jetzt mal. Und die möchte ich ganz gerne versuchen, möglichst viele davon zumindest, im August zu lesen. Ich habe bei den Hörbüchern relativ wenig in die Richtung tatsächlich. Aber was ich habe, sind so Titel mit Gewässern drin. Zum Beispiel Die trüben Wasser von Triest oder Strandgut. Also ein paar Titel sind da, die irgendwie was mit Meer, mit Strand, mit Gewässern im weitesten Sinne quasi zu tun haben. Und die habe ich dann mir selber auch erlaubt, dass ich dann lesen kann. Also schlussendlich könnt ihr es so weit oder eng fassen, wie ihr es braucht und wie ihr es möchtet. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Ihr seid herzlich eingeladen, euch mit mir auszutauschen, entweder über Instagram oder auch über den Lesegarten. Und auf Goodreads gibt es unter Podcast Bücherreich auch mein Regal zu dem Thema. Da könnt ihr mal gucken, welche Titel ich mir da ausgesucht habe, prinzipiell für den Monat. Das Regal heißt Piraten. Harr. Und vielleicht können wir ja die ein oder andere Leserunde starten. Jetzt aber einmal zu meinem Lesemonat Juni. Ich habe wieder bei einer Monatschallenge teilgenommen im Lesegarten und da gab es Sonderpunkte für Kapitelüberschriften. Erstmal allgemein zwei Sonderpunkte, wenn es überhaupt Kapitel gab und dann je nach Team nochmal Sonderpunkte, wenn es beispielsweise eine ausgeschriebene Kapitelüberschrift war oder eine Zahl. Also Kapitel 1 mit einer Zahl hat dann quasi für das gegnerische Team Sonderpunkte gegeben. Wenn aber ein Zusatz beispielsweise war oder ein Datum oder ähnliches, also wenn quasi Sachen ausgeschrieben waren, dann hätte es für mich Punkte gegeben. Ich muss allerdings sagen, dass meine Leseliste für Juni war sowas von ausgebucht sozusagen oder vorprogrammiert durch Rezensionsexemplare, Leserunden, temporäre Ausleihen aus der Bücherei und so weiter. Deswegen habe ich relativ wenig Sonderpunkte erlesen, obwohl ich sehr, sehr viele Bücher gelesen habe im Juni. Habe aber dann versucht, so ein bisschen darauf zu achten bei den übrigen Titeln, die ich eben nicht in Anführungsstrichen verpflichtend, temporär verpflichtend zumindest gelesen habe. Der erste Titel, den ich im Juni 2024 gelesen habe, war Good Boy or Bad Guy, Du hast die Wahl von Maggie Fox. Das war ein Rezensionsexemplar von der Autorin zugeschickt. Das ist im Self-Publishing erschienen als E-Book und hat 202 Seiten und ist auch ganz, ganz frisch im Juni erschienen. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür, es hörte sich sehr interessant an. Das hat bei meiner Monatschallenge leider nur die zwei Basissonderpunkte bekommen, weil die Kapitel Überschriften hatten, aber die Ziffern auch als Ziffern abgedruckt waren. Die Autorin hatte mich angeschrieben, ob ich das E-Book als Rezensionsexemplar haben wollte und es hörte sich von der Story und der Prämisse auch richtig gut an. Mich hat besonders der handwerkliche Aspekt angesprochen, denn die Protagonistin Liz ist Malerin in Ausbildung und trifft bei einem Großauftrag in einem noblen Haus auf Dave Collins, den Bad Boy, der ihr ab Tag 1 sehr überheblich begegnet. Fast zeitgleich tritt Malte, ein angehender Rockstar und ein absolut anständiger Kerl, in ihr Leben. Liz ist hin und her gerissen zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Männern und erlebt einen erotisch sehr aufgeladenen Spätherbst. Leider hat es mir nur mittelmäßig gefallen, was aber glaube ich daran liegt, dass mir die Dark Romance-Richtung, die die Story dann nahm, nicht so gut gefällt. Dave verhält sich Liz gegenüber übergriffig, herabwürdigend und einfach nur ekelhaft. Trotzdem ist sie sofort in ihn verliebt, nachdem er ihr aus dem Whirlpool nachläuft und sie zwingt, ihm und seinen zwei Freundinnen Handtücher zu bringen und schwärmt ihrer Mitbewohnerin ewig von ihm vor. Dass er jeden Tag eine oder mehrere andere hat, kriegt Liz zwar mit, ist ihr aber scheinbar egal. Irgendwann kommt es dazu, dass Liz bei den Auftraggebern ins Gästezimmer zieht und dort gibt es scheinbar keinen Schlüssel, denn sowohl Dave als auch sein Vater stehen regelmäßig bei Liz im Raum, wenn sie gerade duscht oder sich umzieht. Beide fassen Liz mehrfach gegen ihren Willen anzüglich an und insbesondere Dave bringt sie in beschämende Situationen, zum Beispiel als er in ihrem Gästezimmer eine andere Frau vögelt. Trotzdem kommt Liz gefühlstechnisch nicht von ihm los und das konnte ich leider nicht nachvollziehen. Vielleicht auch, weil sie sich so schnell in ihn verguckt. Parallel fängt sie was mit Malte an, dem netten Kerl von nebenan, der aber auch unglaublich heiß aussieht und eine tolle Bühnenpräsenz und Stimme hat. Ich wollte Liz gern schütteln und ihr zum Good Guy raten, aber sie ist das ganze Buch über hin und her gerissen und ich werde auch nicht spoilern, für wen sie sich schlussendlich entscheidet. Es gab ein paar Sachen, die mich beim Lesen irritiert haben, zum Beispiel, dass die reichen Auftraggeber einen englischen Nachnamen haben und der Vater auch mit Mr. Colin angesprochen wird. Auch Liz und ihre Familie haben englische Namen wie Celeste, Jason und Richard, während andere, inklusive Malte, eher klassische deutsche Namen haben und das Buch auch in Deutschland spielt. Außerdem gab es noch so einige Rechtschreibfehler wie Hot Pen, Kloß mit Doppel-O, beziehungsweise Kloß im Hals ohne SZ, Fließen statt Fliesen und sehr häufig wurde das mit Doppel-S mit dem normalen das quasi verwechselt und falsche Kommasetzung war auch dabei. Da wäre ein nachträgliches Rechtschreibelektorat nicht verkehrt gewesen aus meiner Sicht. Ansonsten hat es mich ganz gut unterhalten und ich bedanke mich für das Rezensionsexemplar, gebe dem Buch 3 Sterne.
Sehr lange gehört habe ich an Ein Schatten von Verrat und Liebe von Diana Gabaldon. Eigentlich ein E-Book bei mir auf dem Sub aus dem Blauen Valais Verlag mit 992 Seiten aus dem Jahr 2014. Aber ich habe die 48 Stunden Hörbuchvariante gehört. Habe ich nämlich durch Libby ausgeliehen, über die Bücherei, wurde veröffentlicht im Random House Audio Verlag mit einer Laufzeit von 47 Stunden 36 Minuten, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Und aus dem Jahr 2014 ebenfalls. Gelesen wurde das von Diana Hoffmann. Ich weiß nicht, was da los ist, aber Audible spuckt irgendwie zu ihr nur zwei Ergebnisse aus. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Alleine durch die Outlander-Reihe bin ich der Meinung, schon öfter durchbegleitet. Vielleicht habe ich irgendwas verkehrt geschrieben, konnte es nicht auflösen, keine Ahnung. Ich mag die jedenfalls, die spricht sehr, sehr gut. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ich tatsächlich dieses lange Hörbuch sehr schnell gehört habe, im Sinne von auf 2,35-facher Geschwindigkeit oder sowas. Und es war trotzdem nicht so, dass man nichts mehr verstanden hat. Also sie spricht sehr langsam, muss man auch dazu sagen. Was, wie gesagt, hierfür voll in Ordnung ist, denn man kann es einfach dadurch ein bisschen schneller hören. Und hier gab es 5 Sonderpunkte, weil die Kapitelüberschriften nämlich sogar richtig sprechend waren. So, ich hatte erstens mal wieder richtig Lust auf was Historisches und zweitens ist es einer meiner Reihentitel, wo ich schon wieder ewig nicht weitergelesen habe, gehört also zu meinen Lesevorhaben. Und was soll ich sagen? Es hat wieder total die Sogwirkung entfaltet, obwohl es so wahnsinnig lang war und wirklich minutiös unsere Charaktere begleitet hat. Die Handlung wechselt zwischen Claire, Jamie, Lord John Grey, Ian und William hin und her und auch Brianna und Roger bekommen ihren Raum. Viel mehr darf ich eigentlich nicht verraten, um nicht zu spoilern. Nur so viel, die ersten 20% des Buches finden gefühlt an einem halben Tag statt und werden komplett durch ein Ereignis in Gang gesetzt, was bei Jamie und Claire tatsächlich einer kleinen Todsünde gleichkommt. Aber sie packen das. Ansonsten lesen wir über Krieg, Deserteure, Tod, Feuer, Operationen, Versöhnungen, Hochzeiten und Schwangerschaften. Es wird in der Zeit gereist, andere Zeitreisende gefunden, man trifft Vorfahren und alte Bekannte aus den ersten Bänden wieder. Es ist episch, es ist dramatisch, teilweise ist es aber auch banaler Alltag, historisch im wahrsten Sinne. Es geht viel um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und einfach genial geschrieben. Man muss es stellenweise einfach plätschern lassen. Es wird schon wieder spannend. Ich werde die Reihe sehr gerne weiterlesen. Das hier war jetzt Band 8 und Band 9, Das Schwärmen von 1000 Bienen, habe ich noch nicht auf dem Sub, würde das aber sehr gerne auch als langes Hörbuch hören. Und es gibt wohl auch eine Novelle über Rogers Eltern, die zwischen Band 8 und 9 angesiedelt ist, die ich auch interessant fände. Sind nur 69 Seiten, als Sturges Hörbuch dauert das Ganze knapp 2 Stunden und würde als Kindle-Version 2,92 € kosten. Das gönne ich mir ganz bestimmt und hierfür gibt's erstmal 4 Sterne. Als nächstes gelesen habe ich Das Dorf in den roten Wäldern aus der Ein Fall für Gamache-Reihe von Louise Penny. Das ist ein Hörbuch des DAV-Verlags gewesen, mit einer Laufzeit von 9 Stunden 18 Minuten gekürzt, aus dem Jahr 2019. Und gelesen wurde es von Hans-Werner Meyer. Der hat 35 Ergebnisse auf Audible, größtenteils aus der genannten Reihe eben, und hat das echt gut gelesen. Hier gab es nur 2 Sonderpunkte für Kapitelüberschriften, weil die Kapitel nämlich Ziffern hatten. Beginn einer bislang 18-teiligen Reihe. Und das hat mir echt gut gefallen. Also ich bin nicht abgeneigt, sie weiter zu verfolgen. Dazu gibt es übrigens auch einen sehr lohnenswerten englischen Podcast, den man sich anhören kann. Das sind nämlich so Sonderfolgen mit Three Pines im Titel von einem meiner liebsten Bücher-Podcasts, Currently Reading. Diese Krimireihe spielt nämlich im besagten Three Pines, einem beschaulichen Örtchen in Kanada, in der Provinz Quebec, wo doch leider vieles nicht so ist, wie es scheint. Hier wird eines Tages eine mittelalte Dame, Jane Neal, mit einem Pfeil in der Brust tot aufgefunden. Inspektor Gamache ermittelt und stößt auf Geheimnisse und alte Fäden, die unter der Oberfläche des adretten kleinen Ortes schlummern. Wurde Jane umgebracht oder war es ein Unfall? Und wenn es ein Mord wäre und sogar einer der Bewohner dafür verantwortlich? Wer hätte ein Motiv dafür gehabt? Inspektor Gamache ist ein total sympathischer Ermittler, der sich um seine jüngeren KollegInnen kümmert, sofern er gelassen wird. Und es ist ein klassisches Whodunit mit teilweise schrullig sympathischen Charakteren. Zum Beispiel bringt eine zu Thanksgiving einen Blumenstrauß mit einer Wurst in der Mitte mit. Und eine Ermittlung zwischen Found Family, der Künstlerszene und mürrisch-aggressiven Jugendlichen. Zuerst empfand ich es als Slow Burn, irgendwie langsam erzählt, aber nach und nach fügen sich alle Handlungsstränge und noch so kleine Infos, die wir durch die Erzählung und Gamaches Befragung erfahren, zu einem runden Gesamtbild zusammen und es gibt sogar einen spannenden Showdown. Es hat richtig Spaß gemacht mitzurätseln, Three Pines und erste Bewohner kennenzulernen und die gute Schreibweise zu genießen. Ich werde sicherlich nach Three Pines zurückkehren, vielleicht ja schon bald und hierfür gibt es 4 Sterne. Dann war mir nach was locker Leichtem und ich habe zu Am Horizont wartet die Sonne von Maike Werkmeister gegriffen. Das ist im Goldmann Verlag eigentlich erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe gehabt mit 431 Seiten aus dem Jahr 2023. Und auch hier gab es nur normale 2 Sonderpunkte für die Kapitel an sich. Das Format war auch wieder mit Ziffern. Maike Werkmeister war mal eine meiner Praktikumsbetreuerinnen bei der Frauenzeitschrift Maxi, bei der ich weiß nicht mehr genau, 2010 oder 2009 ein 6-wöchiges Praktikum gemacht habe, bevor ich dann ganz nach Hamburg gezogen bin. Auf der LBM 2023 habe ich sie dann jetzt
zufällig zusammen mit Katharina Herzog getroffen und mit ihr quasi eine Kuchenpause verbracht. Das war richtig schön. Und nun habe ich endlich zu diesem Roman von ihr gegriffen und es war genau zur richtigen Zeit, denn es ist eine tolle Sommerromanze. Hamburgerin Katrin hat sich von ihrem Mann getrennt, hängt aber noch halb in ihrer Affäre fest und fühlt sich außerdem in ihrem Alltag und Job festgefahren. Da hilft nur Urlaub. Mit ihrer Cousine Julia fliegt sie zu einem kleinen Küstenort in Portugal, denn sie hat zufällig einen tragischen Liebesbrief dorthin adressiert gefunden, in dem eine Frau den dort wohnenden Mann um eine zweite Chance anfleht. Katrin will helfen, denn das kann doch nur Schicksal gewesen sein. Während Julia surfen lernt und sich in einen Einheimischen verknallt, kommt Katrin nicht zur Ruhe. Zwischen Wände, Fliesen und Hundewelpen retten, kann sie einfach nicht aufhören, immer helfen zu wollen. Dabei findet sie sich auch zwischen zwei Männern wieder und muss erstmal zu sich selbst finden. Ich fand, das Buch passt super zum Sommer, wenn man gerne was locker leicht Geschriebenes, aber durchaus mit Tiefgang lesen möchte. Zwischendurch hat es sich für mich ein kleines bisschen gezogen, denn im Mittelteil wird der komplette 2-Wochen-Urlaub Tag für Tag beschrieben und natürlich hat sich dadurch einiges wiederholt. Die Vor- und Nachgeschichte in Hamburg war dann aber doch wieder echt spannend und ein schönes Happy End zu schaffen, das nicht vor Kitsch trieft, ist auch eine Kunst. Es geht hier viel um die Sehnsucht nach Liebe und Partnerschaft, aber auch das Vorher mit sich selbst im Reinen sein kommt hier nicht zu kurz. Von mir hierfür 4 Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich beendet habe, war Let's Be Bold von Annabelle Steel und Nicole Böhm. Das habe ich eigentlich als haptisches Buch auf dem Zug liegen aus dem MTB Verlag mit 384 Seiten und letztes Jahr erschienen. Stattdessen habe ich es aber über die Bücherei, wie gesagt, ausgeliehen, digital über Libby von Harper Audio. 10 Stunden, 42 Minuten Laufzeit und auch aus dem Jahr 2023. Auch hierfür gab es nur 2 normale Sonderpunkte, da die Kapitelüberschrift wieder mit einer Ziffer war, dann der Name und das Datum. Gelesen wurde das Ganze von Pia Rone Sachse, Vincent Feller, Nina Carissima Schönrock und Henrike Tönnies. Die hatten auch das letztes Mal gelesen und das fand ich auch gut, dass das quasi konsistent war. Sind teilweise noch sehr junge Hörbuchsprecher mit 15, 62, 38 und 39 Ergebnissen auf Audible. Man kann sie aber super voneinander unterscheiden und die Stimmen passen auch zu den Charakteren, also echt gut zu hören. Und das ist Band 2 der Reihe rund um Ari, Tyler, Shay und Evie. 4 junge Menschen, die in New York ihr Glück suchen und mit Jobschwierigkeiten, aber vor allem mit Beziehungsproblemen zu kämpfen haben. Sei es ein Trauma wegen sexueller Belästigung, dass man den Partner einfach nicht zum Orgasmus bringt, dass man Angst vor Gefühlen hat, weil Sex und nackte Körper mit einer großen Scham belastet sind. Oder ist es doch Asexualität plus Eltern, die nach dem Tod eines Kindes nicht locker lassen können und damit das Verhältnis zum anderen Kind gefährden. Das ganze Drama ist dabei. Natürlich wird auch wieder fleißig kreativ gearbeitet, neue Beziehungen bauen sich auf, alte werden Geschichte und so weiter. Es geht wieder um diverse wichtige Themen, neben den oben genannten auch um Magersucht und häusliche Gewalt. Es ist nett zu hören, aber die Themen und was die 4 so im Täglichen bewegt, ist doch recht weit weg von meinem Alltag und auch von meiner Altersgruppe, denke ich. Das hatte ich Band 1 ja schon mal gesagt, trotzdem echt gut geschrieben und eine sympathische und vielfältige Freundesgruppe, weswegen ich eines Tages auch gerne noch zu Band 3 greifen werde. Hierfür gibt's von mir 4 Sterne. Als nächstes Hörbuch habe ich beendet Ich, Eleanor Oliphant von Gail Honeyman. Das ist im Lübbe Audio Verlag erschienen, mit einer Laufzeit von 7 Stunden 11 Minuten gekürzt, aus dem Jahr 2017. Das hatte ich schon voll lange auf dem Sub und habe mich darauf gefreut, es zu befreien. Es war teilweise eine Leserunde mit Lea von Das doppelte Lesezeichen. Ihr hat es aber leider nicht so gut gefallen, sie hat es dann irgendwann abgebrochen, was ich auch total verstehen kann, weil ich schon fand, dass es sich fürs Hörbuchformat deutlich besser geeignet hat als zum eigentlichen Lesen, was an der Protagonistin lag, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Hier habe ich 2 Sonderpunkte für Kapitelüberschriften bekommen, die aber mit Ziffern gekennzeichnet waren. Und gelesen wurde das Hörbuch von Laura Mehr. Die hat 194 Ergebnisse auf Audible. Ich mag sie unglaublich gerne. Sie hat eine lebendige Stimme, die aber auch super gut melancholisch kann. Also ich finde die super. Und wie ich schon meinte, es war echt gut, dass ich das Buch als Hörbuch gehört habe. Es geht hier nämlich um eine eher unsympathische Protagonistin, die irgendwo auf dem Autismus-Spektrum liegen müsste und deren Erzählweise sehr abgehackt und fast schon vermessen oder auch so spröde ist. Es geht hier um Eleanor Oliphant, um die 30, Buchhalterin, hat ein überaus geregeltes Leben. Feste Routinen bestimmen ihre Wochen, inklusive der Wodkaflaschen, die sie freitags kauft und die sie über das Wochenende bringen. Grund dafür ist ihre schreckliche Kindheit und ihre manipulative Mutter, die mittlerweile aufgrund einer schrecklichen Tat im Gefängnis sitzt. Trotzdem telefoniert Eleanor jeden Mittwoch mit ihr. Eleanor hat keine Freunde und ihre KollegInnen auf der Arbeit finden sie merkwürdig und lästern ganz viel über sie. Bis ihr Computer eines Tages streikt und sie Raymond aus der IT kennenlernt, der ihr Leben ganz schön auf den Kopf stellt. Dabei hat sie sich kurz zuvor doch in einen Musiker verguckt und stalkt ihn jetzt halb, für dessen Konzert sie von der Firma aus Karten geschenkt bekommen hatte. Wird Eleanor sich von der toxischen Beziehung zu ihrer Mutter losmachen können und wird sie erkennen, welcher Mann an ihre Seite passt? Was macht uns menschlich? Wie funktionieren gesunde Beziehungen? Eleanor hat noch viel zu lernen und zu überwinden. Ich fand Eleanor echt bedauernswert, war aber auch von ihrer
brusken Art und dem Pegeltrinken echt abgestoßen. Raymond ist eigentlich der Star der Geschichte. Mit seiner liebenswerten und menschlichen Art kitzelt er Eleanor aus ihrem Schneckenhaus und zeigt ihr, wie schön es sein kann, eine freundschaftliche oder vielleicht auch mehr Beziehung zu jemandem zu führen. Ich musste außerdem so manches Mal darüber schmunzeln, wie Eleanor mit großer Selbstverständlichkeit andere vor den Kopf stößt oder sich sozial merkwürdig verhält. Das Buch hat mir gut gefallen, auch wenn es wahrscheinlich keinen bleibenden Eindruck hinterlässt. Eleanor tut einem leid und es ist spannend zu sehen, wie sie sich entwickelt, sowie herauszufinden, was in ihrer Vergangenheit geschehen ist. Ansonsten war es wirklich gut, es als Hörbuch gehört zu haben, denn der recht abgehackte Erzählstil hätte mich sonst, glaube ich, auch fertig gemacht. Von mir hierfür 4 Sterne. Im Juni konnte ich außerdem ein Buch aus meinem erweiterten Sub-Senior erlösen. Und zwar Die Letzte macht das Licht aus von Bethany Clift. Das ist im Heine Verlag erschienen, hat 463 Seiten und ist aus dem Jahr 2021. Und wie gesagt, also wenn ich meinen Sub-Senior-Haufen erweitere von 6 auf 12 Bücher, also die 12 ältesten Bücher auf meinem Sub, dann wäre das mit dabei. Hatte ich ja kurzfristig überlegt, weil ich schon doch recht gut durch meine Vorhaben bislang gekommen bin. Das war mal ein Bookblind-Date bei Thalia, kann ich mich noch genau daran erinnern, dass ich das dort gekauft habe und hörte sich super, super spannend an, war wie gesagt auch dadurch eine Empfehlung. Hier habe ich endlich mal 5 Sonderpunkte bekommen, weil die Überschriften das Datum mit ausgeschriebenem Monat waren. Sie ist die letzte Überlebende, Fragezeichen, nach einer Pandemie, die alle zuverlässig innerhalb von 6 Tagen durch multiples Organversagen tötet. Sie erzählt von ihrem Leben davor, wie die Seuche ausbrach, von ihrer Trauer, als ihr Mann stirbt, von dem Alleinsein und dem Schock und von ihrem Lebenswillen. In Rückblenden außerdem, wie sie die wichtigen Menschen in ihrem Leben kennengelernt hat und wie sie sich immer mehr selbst verloren hat, um einem Idealbild ihres Lebens hinterherzurennen. Sehr eindringlich, harter Tobak, aber ich glaube, es wird lange nachhallen. Der Mittelteil hat sich für mich gezogen und auch der Schluss war merkwürdig schnell auserzählt, aber ich konnte mich trotzdem gut darin verlieren. Eine so noch nie gelesene Mischung aus feministischem Roman und Endzeit-Dystopie, hochwertig geschrieben und mit einer Protagonistin, die teilweise unkluge Entscheidungen trifft und von einer brenzligen Situation in die nächste stolpert, von mir auch hierfür 4 Sterne. Eine Hörbuchvorbestellung ist auch zu mir gekommen in dem Monat, und zwar The Secrets We Share von Olivia Dade. Das habe ich eigentlich als Bücherbüchsenausgabe von einer KISS-Verlag-Erscheinung bei mir im Subregal stehen, mit 461 Seiten aus dem Jahr 2022. Habe es aber, wie gesagt, stattdessen via Libby gehört. Über Argon Romance war der Hörbuchverlag mit einer Laufzeit von 13 Stunden und 4 Minuten aus dem Jahr 2022. Hier gab es leider auch schon wieder nur 2 Sonderpunkte, denn die Ziffer 1, 2, 3 und so weiter war eben das Kapitelüberschriftschema. Gelesen wurde dieses Hörbuch von Caro Rieper, die hat 20 Ergebnisse auf Audible und eine recht zackige, unwirsche Stimme, was aber durchaus gut zum Inhalt und den ProtagonistInnen gepasst hat. Die Reihe ist Erwachsene Romance mit hohem Erotikanteil. Hier begleiten wir Alexander Woodrow, einen der Darsteller aus der berühmten fiktiven Fernsehserie Gods of the Gate, die wir schon aus Band 1 kennen. Alex ist für seine Skandale und Kurzschlussreaktionen, er hat ADHS, bekannt und bekommt daher kurzerhand eine Aufpasserin zur Seite gestellt, die stille in sich ruhende Lauren. Alex findet Lauren faszinierend und fühlt sich von ihr angezogen, will hinter ihre Mauern dringen. Was ist sie für ein Mensch und wie findet sie ihn? Könnte sie sich sogar vorstellen, mit ihm was zu starten? Lauren wiederum möchte professionell bleiben, doch der gut aussehende, fröhliche und selbstlose Alex macht es ihr schwer, diesen Vorsatz einzuhalten. Bereits im ersten Teil war die Protagonistin stark übergewichtig und hier ist es erneut so. Es dreht sich außerdem viel um Fanfiction, Traumata, toxische Beziehungen und Found Family durch unterstützende Freunde und den Partner. Es geht darum, für sich selbst einzustehen. Achso, und wenn du deinen Kindern nicht erzählen möchtest, was The Pack That Was Promised oder Analsex heißt, lass sie diese Reihe nicht lesen. Von mir hierfür 3 Sterne. Danach habe ich zu Wedding Season, 7 Hochzeiten und ein Totalausfall von Katie Burchill gegriffen. Das ist im Piper Verlag erschienen mit 399 Seiten aus dem Jahr 2023. Und ich gebe es zu, ich habe es nur gekauft, weil es einen wunderschönen Verlagsfarbschnitt hatte. Dieses Buch habe ich mit Marie von Mummy Likes to Read auf Instagram gelesen. Und es gab hier wieder nur 2 normale Kapitelsonderpunkte, weil die Kapitel mit Kapitel Ziffer 1 überschrieben waren. Wie gehst du damit um, wenn dein Verlobter dir am Tag vor eurer Hochzeit den Laufpass gibt und du noch 7 Hochzeiten in dem Jahr vor dir hast? Da muss ein Plan her, finden Freyas Freunde und geben ihr herausfordernde Aufgaben für jede einzelne. Wird sie Matthew überwinden, zu sich selbst finden und vielleicht sogar jemand Neues in ihr Leben lassen? Es ließ sich auf jeden Fall gut weglesen, war mir aber insgesamt zu oberflächlich. Die 7 Hochzeiten wurden auf je wenigen Seiten ja, wie so nebenbei abgehandelt. Da hatte der Teich, den Freyas Vater angelegt hat, und seine Molche mehr Lesezeit als die.
Auch die Konflikte, die hier aufgemacht wurden, wie zum Beispiel Freyas schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter, die in ihrer Kindheit mit Abwesenheit und Unzuverlässigkeit geglänzt hat, wurden sehr rucki-zucki abgehandelt und für das zuckersüße Happy End schnellstmöglich eliminiert. Daher blieb mir Freya die ganze Zeit über eher fremd, was ihre Handlungen und Beweggründe anging und ja, auch ihrem Love Interest, mit dem sie über das Buch hinweg anbandelt, konnte ich nicht viel abgewinnen. Die Chemie zwischen den beiden fand ich eher so auf Freundesebene schön, da sie bei ihm ganz sie selbst war und aller ist der Ruf erst ruiniert, nicht weiter drüber nachgedacht hat, ob er doof findet, was sie sagt oder tut. Ich musste allerdings manches Mal schmunzeln und habe mich auch schon gut unterhalten gefühlt. Reinen Herzens weiterempfehlen kann ich das Buch allerdings nicht, da es wirklich bessere Romcoms gibt. Ich werde in nächster Zeit auch nicht nach weiteren Büchern von Katie Burchell greifen. Das bekommt von mir 3 Sterne. Ein weiteres Hörbuch habe ich gehört, und zwar Der Vertraute von Lieber Dugo. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen, mit einer Laufzeit von 13 Stunden 53 Minuten und frisch im Mai 2024 erschienen. Gelesen wurde es von Hijim Maisheit, die hat 177 Ergebnisse auf Audible und ich mag die echt gerne. Hier fand ich ein bisschen irritierend, dass sie die Protagonistin mit so einem weichem S ausgesprochen hat, obwohl das Buch in Spanien bzw. Madrid spielte, Lucia, obwohl die halt mit Z geschrieben wurde. Aber es mag auch daran gelegen haben, dass Lucia quasi aus Portugal stammt, bzw. ihre Eltern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so richtig ist und nicht so, wie ich es im Kopf ausgesprochen hätte, wenn ich es nur gelesen hätte. Hier habe ich leider nur normale 2 Kapitelsonderpunkte bekommen, weil auch hier wieder Kapitel mit Ziffer 1 das Schema war. Historische Fantasy, für mich ungewöhnlich, aber ich habe nur Lieber Dugo gelesen und dachte, die Frau kann schreiben, da vertraue ich drauf, dass ich es wieder richtig, richtig toll finden werde. Spoiler, ich fand es leider größtenteils langweilig. Es geht hier um Lucia, eine Dienstmagd in Madrid zu Zeiten von König Philipp II., also so zwischen 1527 und 1598, das habe ich gegoogelt, die offiziell als Christin lebt, von ihren Eltern aber mit jüdischen Gebräuchen aufgezogen wurde, bis sie relativ früh starben. Und das zu Zeiten der Inquisition, ein gefährliches Pflaster. Lucia kann Magie wirken, indem sie Refranes, sowas wie Sprichwörter, auf bestimmte Art singt. So kann sie verbranntes Brot retten, aus einem halben Dutzend Eier ein ganzes machen und vieles mehr. Die Refranes fand ich auch richtig cool. Eine wilde Mischung aus Spanisch, Hebräisch, Türkisch und so weiter. Das war sowas wie, wo immer du hingehst, gehst du nicht allein, um zum Beispiel die Eier zu vermehren. Ja. Als ihre Hausherrin von ihren Talenten erfährt, wittert sie ihre Chance für einen gesellschaftlichen Aufstieg und führt Lucia und ihre Gaben vor wie eine Trophäe. Schnell wird Antonio Perez, der in Ungnade gefallene Sekretär des Königs, auf Lucia und ihre kleinen Wunder aufmerksam. Auch er will Lucia benutzen, um sich zu rehabilitieren und schickt sie in einen Wettkampf gegen andere mit Gaben Gesegnete. Ein gefährliches Spiel, denn wer sagt denn, dass diese Wundergaben von Gott und nicht vom Teufel gegeben wurden? Ich muss leider sagen, dass mich das Buch oft gelangweilt hat. Den Wettbewerb fand ich ganz spannend und auch das Ende hat es in sich. Bis dahin muss man aber so manche politische Konstellation verstehen und Lucia beim Verbessern ihrer Fähigkeiten zugucken. Eine relativ keusch beschriebene Liebesgeschichte war auch mit dabei, die ich an sich auch schön fand und es war auch an sich gut geschrieben, aber insgesamt hat mich das Buch leider nicht abgeholt und schon gar keine Sogwirkung entfaltet. Es plätscherte total dahin und ja, das hätte ich von einem Lieber Dugo Buch eigentlich nicht erwartet und finde es richtig schade. Von mir hierfür so mittelmäßige 3 Sterne und hier gibt's einen kleinen Ausschnitt für euch. Sie zuckte zurück, versteckte sich hinter der Tür, denn sie war sich des dünnen Stoffs ihres Nachtkleides und seiner Bedeutung nur allzu bewusst. »Ich habe mit Doña Valentina gerechnet«, log sie. Er musterte sie kalt. »Sant'Angel erledigt etwas für mich. Ich hielt es für weise, deine Gedanken auf die bevorstehende Aufgabe zu lenken.« Also wusste er es, wie auch Donade Bescheid wusste. Hatte Sant'Angel es seinem Herrn gesagt? Oder hatte sein Herr ihn überhaupt erst dazu überredet, sie zu verführen? Der Gedanke grub sich wie ein Haken unter ihre Rippen. Sie hätte verzweifeln sollen, doch stattdessen wurde sie wütend. »Sei bereit, morgen in aller Frühe loszureiten«, sagte er. »Wurde der Ort der 3. Prüfung bekannt gegeben?« Er überging ihre Frage. »Perez steht bei Hofe auf wackeligerem Posten, als ich dachte. Doch es wird nicht umsonst sein. Morgen wirst du außergewöhnlich sein. So außergewöhnlich, dass es dem König egal sein wird, wer seinen Schatz gefunden hat. Er wird sich nur darum kümmern, dass du aus einer Ader stammst, die so reich ist, dass er sie anzapfen muss. Perez wird keinerlei Bedeutung haben.« »Vergessen Sie etwa Fortun Donade, Senor? Seine Gabe ist so groß wie die meine. Wenn nicht sogar mächtiger. Nur die Macht Gottes ist von Belang.« Doch es war nicht Gott, von dem er sprach. Er sprach von Sant'Angel und dem Glück, das ihm stets zu Diensten gewesen war. »Ich werde mein Möglichstes tun.
Verstehst du, dass ein Schwert über dir schwebt und über dem Hals deiner Tante? Wir sind noch nicht am Ende. Ich habe auch noch Spicy Noodles, der Geschmack des Feuers aus der Food Universe-Reihe von Marie Grassoff gehört. Das liegt eigentlich als haptisches Buch auf meinem Sub aus dem Lübbe Verlag, beziehungsweise von Chest of Fandoms habe ich die Ausgabe, mit 479 Seiten aus dem Jahr 2022. Ich habe es aber bei Libby gehört über Lübbe Audio, 12 Stunden 18 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2022 auch. Gelesen wurde es von Louis Friedemann Thiele, der hat 186 Ergebnisse auf Audible und eine ganz sanfte Stimme, finde ich, die sehr gut zu dem Protagonisten, einem sehr jungen und oft verletzten Mann, gepasst hat. Und hier habe ich endlich mal wieder 5 Sonderpunkte bekommen, weil zwar Kapitel 1 mit Ziffer das Schema war, aber darunter jeweils eine Kapitelüberschrift wie Was ich in der Nacht sehe stand. Und das ist Band 2 der per Hörbuch gestarteten Food Universe-Reihe. In Band 1 kam ich ja nicht so richtig rein und dieser Band war für mich leider so ein bisschen dasselbe in Grün. Zwischen Thomas und seinem Vater hat es mal wieder ordentlich gekracht und keine Uni hat ihn zum Jurastudium zugelassen, was eh immer eher der Traum seines Vaters als sein eigener war. Doch jetzt stellt sein Vater sich quer, was die angesparte Unterhaltssumme fürs Studium anbelangt. Mittel- und perspektivlos kommt Thomas bei seinem Großvater unter, der ein schlecht besuchtes, aber nie geschlossenes Ramen-Restaurant betreibt und ständig davon schwafelt, dass Thomas und er von einem shintoistischen Feuergott abstammen würden. Totaler Quatsch, denkt Thomas, bis er ganz tief in einen Konflikt reingezogen wird, von dem er nicht einmal ahnte, dass er in einem Schattenreich von New York stattfindet. Eine neue Bedrohung hält die Stadt nämlich in Atem. Ein Killer namens Overkill bringt scheinbar wahllos New Yorker um. Mit welcher Waffe er ihre Köpfe zum Explodieren bringt, ist unklar. 60 Opfer gehen bereits auf sein Konto und Thomas hat einen der Morde beobachtet. Die erste Hälfte des Buches ging es wieder um einen ahnungslosen Protagonisten, der dann in die Welt der Göttererben eingeführt wird und der dann zumindest das letzte Viertel mit Kämpfen verbringt. So weit, so ähnlich zu Band 1. Thomas fand ich zugänglicher als Taiko, aber da ich als Leserin nun wusste, was sich hinter den ganzen merkwürdigen Vorkommnissen verbirgt, hätte ich mir eine schnellere Aufschlauung von Thomas gewünscht. Es hat sich schon ein wenig gezogen, bis er dann im Bilde war, für mich als Leserin. Die Prämisse war glaubwürdig und die Geschichte hatte einen guten Plot-Twist, hat mich aber weiterhin nicht vom Hocker gehauen. Band 3 steht im Regal, Band 4 ist vorbestellt, da werde ich die Reihe auch weiterlesen. Die Protagonistin aus Band 3, Kawa, kam hier auch schon vor. Sie ist zum Glück auch schon länger eingeweiht, was mich für den dritten Band hoffen lässt. Ich finde tatsächlich den Schreibstil auch echt gut. Vielleicht ist es einfach nicht meine Reihe, mein Thema, wie auch immer. Marie Grassoffs anderen Bücher werde ich weiterhin eine Chance geben und dieses Buch erhält von mir 3 Sterne. Im Juni außerdem gehört habe ich Sommerzauber aus der Das kleine Bücherdorf-Reihe von Katharina Herzog. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 7 Stunden, 49 Minuten und ist erst im Juni 2024 auch erschienen. Gelesen wurde es wieder von Elena Wilms, die hat 244 Ergebnisse auf Audible und ich finde, sie liest immer super, ich mag ihr sehr, sehr gerne zuhören. Auch hier habe ich 5 Sonderpunkte bekommen, weil die Regeln in der letzten Juniwoche für mein Team gelockert wurden, weil wir so weit abgeschlagen waren. Ein schöner Abschluss dieser vierteiligen Romantikreihe rund um den buchigen, fiktiven Ort Swindon-on-Sea, in dem es wahnsinnig viele Buchläden auf wenige Einwohner gibt und das ganze Jahr buchige Events geplant sind. In diesem Band geht es um Anne, die Besitzerin des Secondhand-Shops, die jedem ihrer Kleidungsstücke eine Geschichte anheftet. Mal die Wahrheit, mal ihre Fantasie. Anne findet sich plötzlich zwischen 2 Männern wieder, nachdem der Chef ihrer Tochter ausgerechnet in Swindon-on-Sea ein altes, ehrwürdiges Haus renoviert und sich als ihr Ex entpuppt, der sie vor vielen Jahren vor dem Traualtar stehen gelassen hat. Außerdem hütet Anne ein buchiges Geheimnis, doch ihre Tarnung droht aufzufliegen. Kriegt sie ihr Gefühlschaos wieder unter Kontrolle? Es war total schön, alle Buchdorfbewohner wiederzutreffen und nun in Annes Leben einzutauchen. Mal eine ein bisschen ältere Frau mit Geschichte und erwachsener Tochter, das fand ich auch klasse. Mir hat Annes Liebesgeschichte auch echt gut gefallen. Ich fand sie plausibel und amüsant, ihr zuzusehen, wie sie hin und her gerissen war. Auch wenn meine Entscheidung in dieser Situation, glaube ich, nicht so ausgefallen wäre, aber das kann ich, ohne zu spoilern, an dieser Stelle leider nicht begründen. Von mir hierfür 4 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Entschuldigen Sie bitte, riss die Kundin sie aus ihren Gedanken. Anne trat hinter dem Ladentisch hervor. Die Briefe, die an einigen ihrer Kleider hängen, faszinieren mich. Die Frau hob den hoch, der an einer dünnen Schnur um den Hals der Schaufensterpuppe mit dem Polkadot-Kleid hing. Haben Sie sich die Geschichten ausgedacht oder sind Sie wirklich so gut informiert über das Leben der Vorbesitzerinnen? Teils, teils, antwortete Anne. Bei den Stücken, die mir Verwandte von ehemaligen Trägerinnen verkauft haben, halte ich mich an die Biografie. Bei den Stücken, die ich auf Online-Plattformen, in Auktionshäusern, in Antiquitätenläden und auf Märkten finde, gestatte ich mir künstlerische Freiheit. Interessieren Sie sich für ein bestimmtes Modell? Ja, die Frau wandte sich dem Schaufenster zu. Ich interessiere mich für das Brautkleid. Anne verkniff es sich, die Augenbrauen hochzuziehen.
Die silbergrauen Strähnen, die sich durch die sorgfältig hochgesteckten Haare der Frau zogen, ließen vermuten, dass sie deutlich älter war als die Kundinnen, die sich sonst nach dem Kleid erkundigten. »Hat ein so außergewöhnliches Stück denn keine Geschichte?«, fragte die Frau. »Doch, und zwar eine sehr schillernde. Angeblich hat Valentino es in den 50er Jahren entworfen und genäht, und zwar für Jackie Kennedy. Aber dann hat sie sich für das Modell einer amerikanischen Designerin entschieden, Anne Lowe. Wieso haben Sie diese Geschichte denn nicht auch aufgeschrieben und an das Brautkleid gehängt?« »Weil es nicht verkäuflich ist.« Zum Ende des Monats hin habe ich recht viele kurze Titel gelesen, zum Beispiel auch Saga Nummer 11 von Brian K. Vaughan und Fiona Staples, ist im Crosscult Verlag erschienen, also eine Graphic Novel, hat 160 Seiten und ist zu mir im Juni gekommen, weil ich es vorbestellt hatte und es da herausgekommen ist. Das hat jetzt keine Sonderpunkte bekommen, weil Graphic Novels immer nur einen Lesepunkt geben bei unseren Challenges. Inhaltlich ist es bei dem 11. Band schwierig, was zu verraten, ohne massiv zu spoilern. Es geht um das Kind zweier verfeindeter Völker, man denke um die Ecke an Romeo und Julia, dass den Obrigen ein Dorn im Auge ist und deshalb dauerhaft auf der Flucht ist und getötet werden soll, damit es eben nicht zu einem Zeichen der Hoffnung wird. Diese ganze Reihe ist voller Gewalt, Sex, Politik und Krieg im Weltall mit ganz unterschiedlichen Wesen, die sehr fantasievoll gezeichnet sind. Ich mag die Reihe richtig gerne. Dieser Band war gut bis sehr gut, aber für 5 Sterne hat es nicht so ganz gereicht, deswegen 4 Sterne. Auch ein kurzes Hörbuch, Der Junge mit dem Herz aus Holz von John Boyne, habe ich eigentlich als E-Book auf dem Sub vom Fischer Verlag mit 240 Seiten aus dem Jahr 2012, habe es aber spontan digital aus der Bücherei ausgeliehen, weil es gerade als Hörbuch verfügbar und auch, wie gesagt, sehr kurz war, nämlich aus der Argon-Edition mit einer Laufzeit von 5 Stunden 36 Minuten und gelesen von Ulrich Mattes. Der hat 74 Ergebnisse und er hat super toll seine Stimme verstellt, sodass er zum Beispiel wie ein Esel klang. Auch hier wieder 5 Sonderpunkte, weil zwar Kapitel mit Ziffer 1 das Schema war, aber darunter jeweils eine Kapitelüberschrift wartete, wie das erste Dorf. Was ich über dieses E-Book, das schon ewig auf meinem Sub liegt, nicht mehr wusste, es ist ein Märchen. Noah haut von zu Hause ab. Nach 1-2 überaus merkwürdigen Begegnungen mit sprechenden Bäumen, Dackeln und Eseln kommt er in das Geschäft eines alten Mannes, dessen Vater Marionetten geschnitzt hat. Der Mann erzählt Noah von seinem Leben und kitzelt auch seine Geschichte und den Grund für sein Weglaufen aus ihm heraus. Ich habe geschnallt, dass es zauberhaft sein sollte, aber leider sorgte die märchenhaft überspitzte, fantastische Note bei mir nur für Augenrollen. Hätte man genauso gut, wenn auch anders, ohne diesen Aspekt erzählen können, dann hätte es mir auch besser gefallen. So war es stellenweise albern und da ich als Erwachsene ziemlich schnell geschnallt habe, warum Noah weggelaufen ist, zog es sich für mich auch ein wenig und deswegen von mir leider nur 2 Sterne. Das letzte Buch, was ich im Juni beenden konnte, war Die Bucht der Träume von Elena Sonnenberg bzw. Adriana Popescu. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Goldmann Verlag, ist im Mai 2024 erschienen und hat 464 Seiten. Auch hier wieder habe ich 5 Sonderpunkte bekommen, einfach weil die Regeln für mein Team in der letzten Juniwoche gelockert wurden, sonst hätte das nämlich nicht geklappt. Ich habe dieses Rezensionsexemplar spontan bestellt, nachdem ich eine Vorstellung dazu in einem Video von Bookfriends Forever gesehen habe. Zum einen wollte ich ja schon ewig mal was von Adriana Popescu lesen, nachdem ich sie ja sogar mal interviewt hatte, bin aber noch nicht dazu gekommen und zum anderen fahre ich dieses Jahr in meinem Jahresurlaub an den Gardasee und da ich momentan gerne romantische Geschichten lese, dachte ich mir, perfekt. Nur das Timing ist ein bisschen blöd. Am liebsten hätte ich das Buch natürlich am Gardasee selbst gelesen, aber das wäre erst Anfang September gewesen und somit mir zu lang für eine Rezension. Aber immerhin konnte ich die Vorfreude schüren und schon mal vorab hinreisen. Aber worum geht's eigentlich? Sarah, erfolgreiche Workaholic und frisch geschiedene Mutter einer 14-jährigen Tochter, hat ein Kindheitstrauma bzw. einen Konflikt aus ihrem jungen Erwachsenenleben nie überwunden. Sie fühlt sich schon immer von ihrem Vater im Stich gelassen, der nun auch nach Jahren der Funkstelle in seinem Haus am Gardasee gestorben ist, das er nun Sarah vermacht. Widerwillig fährt sie mit ihrer Tochter Mimi nach Italien, um das millionenschwere Anwesen schnellstmöglich zu verkaufen. Um festzustellen, dass alle italienischen Freunde ein ganz anderes, positives Bild von ihrem Vater zeichnen. Sarah ist sauer und verbittert. Wird sie ihren Frieden mit dem Verhalten ihres Vaters schließen können? Zudem läuft Sarah am Gardasee ihrem Jugendschwarm wieder über den Weg, der mittlerweile ausgerechnet als Makler arbeitet. Kann Sarah Italien, ihrem Sehnsuchtsort, weiterhin den Rücken kehren? Es war sehr reduziert, was die romantischen Aspekte anging. Über das eine oder andere keusche Küsschen ging es nicht hinaus. Man sollte hier also nicht auf der Suche nach einer Romanze sein. Für mich war es ein Frauenroman im besten Sinne. Es geht um das Leben, wie man es leben sollte, um Streit, die Wichtigkeit von Arbeit, Freunde, Eltern, Beziehungen, Hobbys und alles, was so zum Leben eigentlich gehört. Vor der Kulisse Italiens und speziell am Gardasee. Wie findet man seinen Sinn im Leben? Und kann man die Vergangenheit ruhen lassen? Mir hat's gut gefallen und deswegen gibt's von mir 4 Sterne.
Ihr habt es schon gemerkt, ich habe gar nicht mehr aufgehört zu sprechen. Ich habe diesen Monat insgesamt 15 Bücher gelesen oder gehört. Mit 6.387 Seiten bzw. Minuten. Das ist mit Abstand quantitativ mein stärkster Monat bisher. Und wie gesagt, ich habe insgesamt 15 Titel erlöst, 5 Bücher, 9 Hörbücher und ein E-Book. Von meinen Lesevorhaben habe ich keinen Titel aus der 12 für 2024 Liste gelesen. Dafür habe ich eine Reihe weitergelesen, nämlich Ein Schatten von Verrat und Liebe von Diana Gabaldon und ein Buch aus dem erweiterten Sub-Senior-Stapel, nämlich Die letzte macht das Licht aus. Meine Subhöhe. Bei den Büchern habe ich 154 ungelesene Bücher auf dem Stapel ungelesener Bücher. Das ist plus minus null, also genauso viel, wie ich im Vormonat zu verzeichnen hatte. Ich habe nämlich 8 insgesamt gelesen. 5 davon habe ich auch wirklich zur Hand genommen und gelesen und 3 habe ich als Hörbuch erlöst. Das waren The Secrets We Share von Olivia Date, Let's Be Bold von Annabelle Steele und Nicole Böhm und Spicy Noodles, der Geschmack des Feuers aus der Food Universe-Reihe von Marie Grashoff. Insgesamt sind aber auch 8 eingezogen. Ich hatte von der Bücherbüchse was vorbestellt und zwar Das Reich der Verdammten von Jay Kristoff, Das Reich der Spindeln von Victoria Aveyard sowie Daughter of the Pirate King und Daughter of the Siren Queen von Trisha Levenseller. Dann habe ich bei der Bücherhandlung Graf was vorbestellt, signiert, und zwar Fate of the Witch Queen von Verena Bachmann. Und bei Thalia hatte ich auch eine Vorbestellung, nämlich Saga 11 von Brian K. Vaughan und Fiona Staples. Und ich habe ganz spontan 2 Sachen noch mit hinzugenommen, und zwar einmal gekauft Could It Be Love von Lea Kaib. Da hat mich einfach die Geschichte voll angesprochen und ich folge da ja auch schon seit Jahren auf YouTube. Und spontan habe ich noch ein Rezensionsexemplar angefragt, und zwar Die Bucht der Träume von Elena Sonnenberg. Das hatte ich ja auch schon vorgestellt diesen Monat. Übrigens, wer sich schon immer gefragt hat, so als kleiner Ausblick, 12 haptische Bücher sind bislang noch vorbestellt bis Ende 2024, wobei da keine Adventskalender und spontane Bestellungen berücksichtigt sind. Ich versuche aber wirklich Neubestellungen extrem zu reduzieren, um wirklich immer weniger Neuzugänge zu bekommen und somit im zweiten Halbjahr endlich mal den Sub abzubauen. Drückt mir die Daumen. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt 67 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt minus 2. Ich habe nämlich 9 gehört, wobei 3 von diesen 9 waren eigentlich Bücher vom Buchsub und 2 von diesen 9 waren eigentlich Bücher vom E-Book-Sub. Habe aber 7 insgesamt hinzubekommen, nämlich einmal das Rezensionsexemplar Sommerzauber aus der Das kleine Bücherdorf-Reihe von Katharina Herzog. Und 6 habe ich aus der Bücherei temporär ausgeliehen. Das war einmal Ein Schatten von Verrat und Liebe von Diana Gabaldon, Das Dorf in den roten Wäldern von Louise Penny, The Secrets We Share von Olivia Date, Let's Be Bold von Annabelle Steele und Nicole Böhm, Spicy Noodles von Marie Grashoff und Der Junge mit dem Herz aus Holz von John Boyne. Bei den E-Books habe ich 92 ungelesene E-Books nun. Das sind insgesamt minus 3 im Vergleich zum Vormonat. Ich habe einmal ein Rezensionsexemplar gelesen, nämlich Good Guy or Bad Boy, Du hast die Wahl von Maggie Fox. Und 2 als Hörbuch gehört, Ein Schatten von Verrat und Liebe und Der Junge mit dem Herz aus Holz. Insgesamt bin ich somit bei 313 ungelesenen Titeln und das sind insgesamt 5 weniger als im Vormonat, was wie gesagt alles durch die abgebauten Hörbücher und E-Books hervorgerufen wurde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem XXL-Lesemonat. Ich wäre gespannt, was ihr so alles gelesen habt. Schreibt es mir gerne auf meiner Website oder auf Instagram. Und wir hören uns dann spätestens beim nächsten Lesemonat. Ciao! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.